Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Life is Strange. Wir waren gerade im Unterricht und jetzt sind wir hier auf dem Schulflur. Wir wollten eigentlich zur Mädchentoilette. Aber ich würde sagen, wir schauen uns vorher hier nochmal um. Wer diese ganzen Leute hier sind, das, ja, unsere Mitschüler wahrscheinlich, aber ich will genau wissen, wer das ist. Hier sind einmal Taylor und Courtney. Wir gucken mal, wer das ist. She's such a slave to Taylor and Victoria. Okay, die hat was mit Victoria zu tun. So sehen die auch aus. There's Taylor, always waiting for Victoria. Okay. Gut. Ich denke mal, mit Victoria und ihren zwei Sklavinnen werden wir hier noch, oder ihrem Anhängsel hier, werden wir noch viel Spaß haben. Können wir hier rein? Ah, the science room. Here's the portal to Warren's brain. Ja. Mal gucken, wer dieser Warren ist und ob wir den noch zu Gesicht bekommen. Was hängt hier? Okay, hier hängt ein Vermisstenposter. Hier wird ein Mädchen vermisst. Rachel Amber heißt sie. Das ist ja nicht so schön, dass sie vermisst wird. Ansonsten hängen hier noch ganz viele Poster. Ja, und ganz viele... Naja, ganz viele Schränke sind hier. Hier sind noch ein paar Leute. Wir gucken mal. Ja, genau. Die waren ja eben bei uns mit im Unterricht, die beiden. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Hier ist auch noch ein Mädchen. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Okay, die ist wohl nur am Pauken, wie sich das anhört. That's Dana talking to. I think his name is Justin. Okay, Dana und Justin. Hey. Dana is on my floor too. She's such an archetypal gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Okay, das hier ist eine Cheerleaderin und ja, sie scheint nett zu sein. Das kann man ja nicht von den meisten Cheerleaderinnen behaupten, beziehungsweise es ist ja eher ein Klischee, dass Cheerleader nur eingebildet sind und so weiter. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Was macht die da? Ach so, mit ihrem Handy spielen. Oh, was ist denn hier los? Das sieht auch nicht nett aus. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Mhm. Der denkt auch, er ist hier der King. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Ja, immer auf die Schwächeren und dann auch noch zu zweit. So ist das, ne? Was hängt hier schönes? Halloween-Party? Da will ich hin. I wish October would last forever. Ach genau, ihr Lieblingsmonat ist ja der Oktober. Haben wir ja aus dem Tagebuch gelesen. Oder im Tagebuch gelesen. Ja, hier hängen ganz viele Vermisstenposter von dieser Rachel Amber. Hier ist auch ein schwarzes Brett. Da sind irgendwelche Poster dran. Hier auch alles Vermisstenanzeigen. Ein Automat. Ja, manchmal braucht man Zucker aber auch. Da ist ein kleiner Kürbis drauf. Naja, zu viel Zucker ist auch nicht gut. Wo ist denn die Mädchentoilette? Nee, da nicht, ne? Huch! Was ist das? There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Okay. Und hier hängen auch wieder ganz viele Vermisstenposter, haben wir gesehen. Achso, hier. Hier ist die Toilette, aber das ist für Männer. Wir müssen leider nach gegenüber. Was heißt leider? Naja. Ich will eigentlich nicht auf die Männertoilette. Obwohl? Okay. Nee, wir wollen nicht. Nobody can see my meltdown, except for me. Okay, wir sind jetzt alleine hier im Waschraum, das ist gut. Wir machen uns jetzt gleich ein bisschen frisch. Wir schauen uns erstmal um, würde ich sagen. Okay. Now who would bother to write that crap? Ja, vor allem Rachel Amber is a bitch. Ist das nicht dieses Mädchen, das verschwunden ist? Das Mädchen scheint nicht so beliebt zu sein hier, wenn das da so steht.
Ich meine, ist ja ganz schön hart, so eine Aussage. Hier hängen auch irgendwelche Poster. This poster must drive people to have sex. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was da. Also. Das Rote habe ich verstanden, aber das andere nicht. Weil mein Englisch ist nicht so gut. I hate Victoria Chase. Ja, kann ich unterschreiben. Ich mag die auch nicht. Die ist mir zu arrogant. Die denkt, sie wäre was Besseres. I remember when somebody punked the alarm last month. Das ist gut. Oh, ein Tamponspender. Brauchen wir einen Tampon? Komm, wir holen uns einen Tampon raus. I'm good to flow. Thanks. Ich lasse es lieber laufen, hat sie das gerade echt gesagt? Du bist ja eklig. Naja, noch ist hier keine rote Spur. Bäh, eklig. Was ist das denn? Ein Schnurrbart. The universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Ja, was das mit diesem Traum auf sich hatte. Ich dachte, ich gehe davon aus, es ist nur ein Traum. Hier, das mit diesem Wirbelsturm. Ganz am Anfang des Spiels. Ich weiß nicht, ob sich das bald mal aufklärt. Boah, was soll das sonst sein? Wir machen uns frisch. Wir sehen auch total fertig aus irgendwie. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Ja, das Foto sieht auch gut aus. Ich weiß gar nicht, was du hast. Sei nicht so streng mit dir. Sie hat das zerrissen, das schöne Foto. Ach, so schlecht war das gar nicht. Finde ich jedenfalls. Oh, ein kleiner Schmetterling. Der hat voll die coole Farbe. Voll süß. Oh, wir machen ein Foto von dem. Er hält sogar still für uns. Niedlich. Tschüss, kleiner Schmetterling. Wer ist das? Das war ein komisches Mädchen. Das ist kein Mädchen. Was macht er auf der Mädchentoilette? Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Was ist denn mit dem los? Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. Okay. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Okay, es gibt hier einen Streit zwischen den beiden unbekannten Menschen hier. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? Mein Gott. What are you doing? Der hat eine Waffe. That thing down. Don't ever tell me what the fuck? I'm so sick. Der hat eine scheiß Waffe. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Was ist denn das für ein Typ? Oh mein Gott. Er hat geschossen. Ich konnte gar nichts machen. Whoa. What the fuck? Hä? What the fuck? Ja, what the fuck? Was ist das denn jetzt? He shot that poor girl. Ich bin wieder im Unterricht. I held up my hand. And then I was back here. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. Okay. Ja, den Vortrag hatten wir auch schon mal. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Okay. Condition in black and white. Was ist das hier? If I'm crazy, Zeitschleife oder was? Go all the way. Can I actually reverse time? Okay, sie kann anscheinend die Zeit zurückdrehen. Rechte Maustaste. I did it. I
actually did it. Mm-hmm. An example of a photographer. I'm a human time machine. Captured the human condition in black and white. Anybody? Das kann von Nutzen sein. Max, don't freak out. Ja, keine Panik. There you go, Victoria. Ah, ein Selfie wieder machen. Soll ich das jetzt selber machen wie vorhin? Gucken wir mal. She saw humanity. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. It's called a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Okay. Now, Max, dafür bin ich auch. Since you've captured our interest in this Mädchen retten. Ich weiß zwar nicht, wer das Mädchen ist, aber naja. Wir retten sie. Mir schlecht. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not gonna get away that. We can talk more after class. Auch das noch. Ich hab keine Zeit. Oh, shit. Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a. Now you're totally. Ja, du bist wunderbar, Victoria. Very good, Victoria. Nein, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Da guckst du doof, ne? Ich wollte die blöde Kuh nur ärgern. Ich mag die nicht. Das sind diese typischen Mädchen, die ich nicht mag. Oh, wir dürfen gehen. Ja, bla bla, lass mich aufstehen. Ich muss ein Mädchen retten. Kann ich nicht überspringen? Ich muss ein Mädchen retten, bitte. Okay. Wahrscheinlich lässt er mich nicht gehen, oder? Das war klar. Ich habe keine Zeit dafür. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Okay, wir drehen einfach mal die Zeit zurück. Ja, ich quatsch ihn an, weil er uns eh ansprechen wird. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photographers. Ich überspringe das mal eben, damit ich die Antwort geben kann. Das haben wir jetzt ein paar Mal gehört schon. Ich sag jetzt einfach den Satz, den er uns eben sagte, nochmal. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making. Ja, schleimen wir uns mal ein bisschen ein, punkten wir mal ein bisschen. All the right answers. Good. Ja, wir sind gut. Sure you finish working on it by today. Max und ich. I have faith in you. So, jetzt gehe ich aber. So. Kann ich auch laufen? Hallo? Ich kriege die Tür nicht auf. So, jetzt. Okay. So, laufen. Lauf, lauf, lauf. Wir müssen sie retten. Schnell hier rein. Ich hoffe, ich kann sie retten. Ich hoffe, ich kann sie irgendwie retten.
Ja, gut, das macht sie jetzt alleine. Ja. Genau. Genau, der süße Schmetterling. Ja, das sind die Beinen. Was mache ich denn jetzt? Muss ich da hin? Okay. Feueralarm. Ein Hammer! Ist hier einer drin? Da ist einer. Aber er hat schon geschossen. Oh, ich muss schnell sein. Okay, wir haben es geschafft. Okay, er hat sie nicht erschossen. Wir haben sie gerettet. Wir haben sie gerettet. Oh, sehr schön. Sehr schön. Tja, anscheinend schon. Du kannst die Zeit zurückdrehen. Wir gehen mal raus. That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Genau, mach deinen Job. Tschüss. Muss mich gar nicht so böse angucken. Blödmann. Ich war nur auf Toilette. So. Ich soll wahrscheinlich raus. Wir laufen. Tschüssi. Hold on, Max. Come back here. Aber es ist Feueralarm. Und er hält mich zurück. Wenn wir verbrennen, ist das seine Schuld. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Komm nicht so nah. Ach so, okay, ich kann mich jetzt hier entscheiden. Entweder melde ich diesen Nathan, den Jungen mit der Waffe, oder ich verberge die Wahrheit. Aber ich würde es eigentlich schon melden wollen, weil ich das auch sehr krass finde. Ich melde ihn, natürlich. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott? Yeah. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. Die Tour wieder. Ein Ehrenschüler. Er ist ein Ehrenschüler. Darum kannst du es dir nicht vorstellen. Ach, was ist das denn wieder für ein Gelaber? So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. Ja, hoffentlich. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Okay. This academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Nein, wir ändern das nicht, weil warum soll ich das verschweigen? Ist mir doch egal, ob das ein Ehrenschüler ist oder ob seine Familie angesehen ist. Er hat mit einer Waffe rumgefuchtelt, das geht gar nicht. So, darf ich jetzt raus? Hoffentlich unternimmt er auch was. Nicht, dass der das jetzt irgendwie vertuscht oder so. Nur weil die Familie angesehen ist. Okay, wir gehen nach draußen.
auf den Schulhof. Er muss sich melden im Büro. Na dann hoffe ich, dass es sich gelohnt hat, dass ich das erzählt habe. Mal gucken, was das für Konsequenzen haben wird. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich fand den Part ziemlich heftig. Und wir haben erfahren, dass wir die Zeit zurückdrehen können. Sehr interessant. War mir gar nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich kenne das ja noch nicht so richtig, diese Geschichte. Ich kenne nur den Anfang. Wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like oder Abo dalassen, so zur Unterstützung. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann, eure Inori.